Hey, ich bin der Markus. Viele Kunden fragen uns immer wieder, wie man eigentlich seine Federgabel einstellt. Dem Thema nehme ich mich heute an. Ich zeige euch jetzt in einfachen Schritten, wie ihr eure Federgabel optimal einstellt. Federgabeln lassen sich in zwei verschiedene Typen einteilen. Wir haben einmal Gabeln, die auf Stahlfedern basieren und welche, die auf einer Luftdämpfung basieren, wie die Reber L von RockShox. Die haben wir hier vor Ort. Da zeige ich euch, wie man so eine Gabel perfekt einstellt. Dieses Video ist also speziell für Luftfedergabeln gedacht. Was brauchen wir, um so eine Federgabel einzustellen? Natürlich eine Dämpferpumpe. Ich habe hier eine von Topeak. Die ist richtig gut, hat auch einen Manometer, was mir jederzeit den aktuellen Luftdruck anzeigt. Des Weiteren brauchen wir einen O-Ring. Das ist ein Ring, der hier um das Tauchrohr ist. Da kann man jederzeit sehen, wie tief die Gabel eintaucht. Wenn ihr keinen O-Ring habt, könnt ihr auch einen Kabelbinder hier um das Tauchrohr machen. Achtet dann aber darauf, dass euer Tauchrohr wirklich sauber ist. Nicht, dass ihr da was verkratzt. Das wäre super ärgerlich. Um so eine Gabel optimal einstellen zu können, müssen wir erst alle Dämpfungseinstellungen herausdrehen. Ich beginne mit der Zugstufe, auch Rebound genannt. Die ist hier unten am rechten Gabelbein. Um die Zugstufe also auf die neutralste Einstellung zu stellen, muss ich den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Auch die Druckstufe muss auf die neutralste Einstellung gestellt werden. Je nach Gabel können wir ja auch einen Drehknopf haben, der würde sich dann oben am rechten Gabelbein befinden. Der müsste dann gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag getreten werden. In meinem Fall habe ich einen Hebel, der muss auf die Einstellung offen. Ich stelle nun den Luftdruck ein. Dazu hat RockShox praktischerweise eine Tabelle auf das linke Gabelbein draufgeklebt. Da kann ich jetzt nachschauen, wie viel PSI ich bei meinem entsprechenden Körpergewicht in die Gabel geben muss. Wenn eure Gabel keine aufgeklebte Tabelle hat, dann geht einfach mal im Internet stöbern. Gerade auf den Herstellerseiten findet ihr meistens die passenden Tabellen. Wenn auch das nicht nützt, dann könnt ihr euch an eurem Körpergewicht orientieren, pro Kilo ein PSI in die Gabel geben, also zum Beispiel bei 70 Kilo 70 PSI. Bei meinem Körpergewicht von 70 Kilo empfiehlt RockShox einen Luftdruck von 90 bis 105 PSI. Ich werde also erstmal 100 PSI in die Gabel geben. Oben am linken Gabelbein befindet sich das Ventil, mit dem ihr die Gabel mit Luft befüllen könnt. Also runter mit der Ventilkappe und drauf mit der Dämpferpumpe. Achtet darauf, sie wirklich gerade aufzusetzen, nicht dass ihr das Gewinde beschädigt. Der aktuelle Luftdruck liegt bei 60 PSI. Ich werde jetzt also auf 100 PSI aufpumpen, bevor ich die Dämpferpumpe entferne. Wenn ihr zu viel Luftdruck in die Gabel gebt, ist das in der Regel auch kein Problem. Dafür gibt es einen Druckablassknopf, den ihr dann verwenden könnt. Und jetzt rein mit der Luft. Nun, wo der Luftdruck in der Gabel ist, schaue ich mir den Negativfederweg auch Zack genannt an. Dazu steige ich auf mein Bike und setze mich hin. Hätte ich ein Enduro, würde ich das Ganze im Stehen machen. Aber wir haben es hier mit einem Cross-Country-Marathon-Hardtail zu tun. Da macht man das Ganze im Sitzen und bei einem All-Mountain würde das auch im Sitzen stattfinden. Um mir den Negativfederweg anzuschauen, darf ich nicht zu weit nach vorne gelehnt sein oder auch nicht zu weit nach hinten. Man sollte die Bremshebel beide nicht ziehen, einfach in einer ausgeglichenen, ausgewogenen Sitzposition auf dem Bike sitzen. Wenn ihr eine schwere Ausrüstung habt, dann solltet ihr in diesem Schritt diese dann auch einmal anziehen. Jetzt, wo ich in der neutralen Position gerade sitze, schiebe ich den O-Ring nach unten bis zum Anschlag quasi. Wenn ihr keinen O-Ring habt, dann könnt ihr jetzt die Kabelbindermethode wählen. Achtet dann aber darauf, dass das Tauchrohr wirklich sauber ist, weil ein verkratztes Tauchrohr, das nützt niemanden. Jetzt steige ich wieder ab von meinem Bike und auch dabei wirklich darauf achten, dass ihr kein zusätzliches Gewicht auf die Gabel gebt. RockShox liefert uns zwei Skalen, die auf dem Tauchrohr aufgedruckt sind. Einmal die Skala für die 80 mm Federweg-Variante. Wir haben aber 100 mm Federweg, von daher ist die rechte Skala relevant. Wenn ihr keine Skala auf eurem Tauchrohr habt, könnt ihr auch einen Zollstock nehmen, um den Negativfederweg auszumessen. Der Negativfederweg sollte bei einem Cross-Country-Marathon-Bike bei ca. 20% liegen, bei einem All-Mountain- oder Tourenbike bei ca. 25% und bei einem Enduro bei ca. 30%. Das heißt, ich muss etwas Luft ablassen, da mein Sack bei ca. 14% liegt, um auf die gewünschten 20% zu kommen. Läge mein Sack
etwas höher, zum Beispiel bei 25% müsste ich Luft in die Gabel hineingeben, um auf die 20% zu kommen. Das Ganze werde ich jetzt in mehreren Schritten machen, indem ich immer mal Luft ablasse, austeste und dann schließlich bei den 20% lande. Nachdem ich den Negativfederweg optimal eingestellt habe, der lag bei mir jetzt bei 90 PSI, so kam ich auf die 20% Sag, schaue ich mir nun den Restfederweg an. Der sollte bei ca. 1 cm liegen, also einem kleinen Fingerbreit. Um den Restfederweg herauszubekommen, muss ich die Gabel einmal richtig schlagartig komprimieren. Wenn euch das im Stehen schwerfällt, könnt ihr das Ganze natürlich auch im Fahren machen. Der O-Ring wird beim Komprimieren der Gabel selbstverständlich nach oben geschoben und so kann ich mir den Restfederweg perfekt anschauen. Wie ihr seht, passt mein kleiner Finger hier perfekt dazwischen. Wenn ihr keinen Zentimeter Restfederweg besitzt, eure Gabel durchgeschlagen ist, müsst ihr unbedingt Luft nachfüllen in die Gabel, sodass ihr auf mindestens 1 cm Restfederweg kommt. Ich kümmere mich jetzt um die Zugstufeneinstellung. Dazu stellt man sich hinter den Lenker, komprimiert die Gabel kräftig, lässt den Lenker blitzartig los. Die Gabel sollte so schnell nach oben schnellen, dass der Reifen gerade nicht vom Boden abhebt. Das heißt, tastet euch am besten Klick für Klick vor. Ich zeige euch zuerst die langsamste Einstellung. Die hat für euch den Nachteil im Gelände, dass die Gabel wirklich im Federweg versacken kann. Dann zeige ich euch die schnellste Einstellung. Da hebt der Reifen wirklich vom Boden ab, wenn ihr die Gabel komprimiert habt, den Lenker blitzartig loslässt. Das hat für euch den Nachteil, dass die Gabel im Gelände wirklich super sprunghaft ist und ihr somit sehr schnell das Gleichgewicht verlieren könnt. Und dann zeige ich euch die Einstellung, die ich für mich gefunden habe, in der die Gabel schnell ausfährt, aber ohne dass der Reifen vom Boden abhebt. Also erstmal die langsamste Einstellung. Wie ihr seht, hier passiert wirklich nicht viel. Die Gabel, die fährt eher träge heraus. Dann drehe ich jetzt den Drehknopf im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Das ist dann die schnellste Einstellung. Und wie ihr sehen könnt, der Reifen, der hebt wirklich vom Boden ab. Viel zu sprunghaft, so wollen wir es natürlich nicht. Ich gehe jetzt 8 Klicks zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Das ist die Einstellung, die ich für mich gefunden habe. Wie ihr seht, die Gabel, die taucht wirklich super schnell aus, aber ohne dass der Reifen den Boden verlässt. Mit der Druckstufe lässt sich der Einfederungswiderstand einstellen. Je nach Gabel habt ihr hier entweder einen Drehknopf oben am rechten Gabelbein oder wie in meinem Fall einen Hebel. Da gibt es auch die verschiedensten Variationen. Hier habe ich einen Hebel mit zwei verschiedenen Einstellungen, einer sehr straffen oder einer offenen Einstellung. Ihr müsst bei der Druckstufe nach persönlichen Vorlieben vorgehen. Ich persönlich fahre die straffe Stufe am liebsten auf Asphalt oder Feldwegen, wenn es nicht ganz so zur Sache geht. Und wenn es dann ins Gelände geht, fahre ich die Gabel offen und habe eine Menge Spaß. Damit wären wir auch schon durch. Ich hoffe, eure Gabel ist optimal eingestellt. Eine Kleinigkeit gibt es noch, und zwar die Ventilkappe, die wir jetzt noch anbringen. Wenn ihr ein Video braucht, wie ihr euren Dämpfer optimal einstellt, dann checkt mal unseren Channel aus, da findet ihr auch dazu das passende Video. Lasst uns einen Daumen da oder einen Kommentar. Über ein Abonnement würden wir uns natürlich auch super freuen. Bis bald, euer Markus von Fahrrad XXL.